oder zur Frage der Austerität. Wir sind sehr, sehr froh, dass jemand, der gerade sehr viel zu tun hat, unter sehr viel Druck steht, hierher es geschafft hat aus Griechenland. Professor Dr. Theanou Fotiou von Syriza, die stellvertretende Ministerin für Arbeit und soziale Sicherheit im griechischen Parlament, in der griechischen Regierung. Wir sind sehr, sehr froh und wir sehen, dass die griechische Regierung nicht nur verhandelt bei den Parlamenten, sondern auch in den Bewegungen dabei ist. Danke, Theanou! Συντρόφισσες και σύντροφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι στον αγώνα κατά αυτής της Ευρώπης, για μια νέα Ευρώπη, της αλληλεγγύης και της προόδου. Genossinnen und Genossen, Genossinnen und Genossen in dem Kampf für ein anderes Europa, gegen dieses Europa und für unser Europa. Θα περπατήσουμε μαζί, όλοι και όλες, απαιτώντας μια νέα Ευρώπη της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ισότητας, της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης. Wir werden gemeinsam jetzt demonstrieren, gemeinsam jetzt spazieren für ein Europa, für mehr soziale Sicherheit. Für ein Europa, für Freiheit, für ein Europa der Solidarität, für ein Europa des Friedens. Wir werden gemeinsam demonstrieren für die Ausländer und für die Griechen. Also, wir werden gemeinsam demonstrieren, um das Flüchtlingsproblem zu bekämpfen. Die Flüchtlinge, es ist kein Problem für Europa. Es ist ein Problem, der Menschen. Es muss gelöst werden. Die Europa muss dieses Problem ankämpfen und das kann man nicht bekämpfen, indem man militärischen Maßnahmen an ihren Grenzen macht. Die europäische Politik hat verfehlt. Wir müssen die Politik für die Flüchtlingsfrage ändern. Κανένας φράχτης, καμία Frontex, καμία αστυνομία, καμία κτηροφυλακή δεν μπορεί να εμποδίσει ανθρώπους που πάνε να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου. Kein Zaun, keine Frontex, keine Grenzpolizei und kein Militär kann die Leute verhindern, aus ihrer Welt wegzugehen, wo Kriege sind. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την ελπίδα των ανθρώπων να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την πείνα που δημιουργούν οι πόλεμοι στους οποίους μετέχει και η Ευρώπη. Keiner kann die Hoffnung der Menschen stoppen, die aus ihrer Situation fliehen möchten, die in einem Frieden leben möchten, die von den Kriegssituationen fliehen möchten. Und diese Kriege werden auch von Europa geführt. Θέλουν να μας συνηθίσουν να δεχτούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι δύο κατηγοριών. Αυτοί με τα δικαιώματα και αυτοί χωρίς τα δικαιώματα. Sie wollen, sie möchten, dass wir uns daran gewöhnen, dass in Europa zwei Schichten gibt. Menschen mit Rechten und Menschen, die keine Rechte haben. Θέλουν να
δυναμώσουν το μίσος για τον άλλον, να δημιουργήσουν ένα νέο ρατσισμό στην Ευρώπη, όπου δεν είναι μόνο ο ξένος κόντρα στον τόπιο, αλλά είναι και ο Γερμανός ενάντια στον Έλληνα. Sie möchten, dass ein neuer Hass aufkommt. Sie möchten, dass ein neuer Rassismus aufkommt. Nicht nur der Hiesige gegen den Fremden, sondern auch der Deutsche gegen den Griechen. Hier in Berlin. Hier in dieser Stadt, wo die Geschichte es ausgesucht hat, die Teilung darzustellen. Auch der Hauptquartier von einem verheerenden Krieg. Gleichzeitig aber ist Berlin der Ort der Frieden und der Zusammenkommen. Εδώ, στο Βερολίνο, hier in Berlin. Μια κόκκινη γραμμή κλωστή μας ενώνει. Ein roter Faden, eine rote Linie vereinigt uns allen. Είναι οι κοινοί μας αγώνες. Es ist unser gemeinsamer Kampf Lindotitas. gegen die Austerität, κατά της ανεργίας, gegen die Arbeitslosigkeit, της ύφεσης, der Rezession. Είναι οι αγώνες μας για δουλειά, για ίσα δικαιώματα, για δημοκρατία. Es sind unsere Kämpfe für Arbeit, für Demokratie und für Gleichberechtigung. Είναι οι αγώνες μας κατά του ρατσισμού. Es sind unsere Kämpfe gegen Rassismus und Neofaschismus. Γιατί η μόνη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια. Weil eigentlich der einzige Wert ist der Mensch selber. Μια κόκκινη γραμμή κλωστή μας ενώνει. Ein roter Faden vereinigt uns alle. Είναι οι κοινές μας αξίες για τον άνθρωπο. Es sind unsere gemeinsamen Werte für den Menschen, πάνω από τα κέρδη. Der über das Kapital, über die Erträge sein soll. Για μια Ευρώπη των λαών. Für ein Europa der Völker. Και όχι των τραπεζών. Und nicht der Banker. Και της πλουτοκρατίας. Παγίδα του ρατσισμού. Θα είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, ξένοι και ντόπιοι, όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Wir werden nicht in der Falle des Rassismus reinfallen. Wir werden alle vereinigt sein. Fremden und Hiesigen und Einheimischen. Alle Völker Europas. Αυτές τις μέρες ο ελληνικός λαός δίνει μια υπέρτατη μάχη για την επιβίωσή του και για την αξιοπρέπεια. Gerade an diesen Tagen, die griechische Bevölkerung gibt einen sehr großen Kampf, um es zu überleben und um seine Würde also zu erhalten, zu bekommen. Die politische Zeit läuft aus. Und eigentlich wirkt es wie eine entschärfte Handgranate, und diese Handgranate gefährdet nicht nur Griechenland, sondern alle Völker Europas. Να πιει το φάρμακο και να δεχτεί τη θεραπεία που του φτιάξαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν. Die griechische Bevölkerung möchte nicht mehr diese Medizin nehmen, dieses Medikament schlucken, was von IMF und mit der Nationalen Währungsfonds und von der EU gebracht wurde nach Griechenland. Μας υποσχέθηκαν ότι με αυτό θα σωθούμε. Αυτό μας σκοτώνει.
Es wurde uns versprochen, dass dieses Medikament uns retten wird. Das bringt uns um. Es wurde uns versprochen, es wurde uns gesagt, dass diese Therapie unsere Schulden verringern wird. Diese 5 Jahre, wir hatten am Anfang 120% Staatsschulden gehabt, jetzt haben wir über 180. Μας υποσχέθηκαν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί. Καταστράφηκε όλη η οικονομία. Από 9% η ανεργία έφτασε στο 28,8%. Es wurde gesagt, es wurde uns versprochen, dass die Wirtschaft gerettet wird. Sie ist geschrumpft um 25%. Die Arbeitslosigkeit von 9% ist jetzt auf fast auf 30%, 28,9%. Η ανεργία των νέων από 7% έφτασε στο 50%. Ένα στους 2 νέους δεν έχουν δουλειά. Die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen ist über 50%. Das heißt, jeder zweite Jugendliche hat keinen Job mehr. Οι συντάξεις έχασαν το 40% με 50%. Και σήμερα το 52% των ελληνικών οικογενειών ζουν από τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, γιατί κανείς δεν εργάζεται. Die griechischen Renten haben über 40% ihrer Kaufkraft verloren. Und jetzt 52% der griechischen Haushalte haben als Einnahme, als einzige Ausnahme die Rente der Großeltern. Η παιδική φτώχεια έφτασε στο 28,8%. Ένα στα 3 παιδιά πεινάνε. Δεν εμβολιάζονται. Ξαναεπιστρέφουν οι παλιές ασθένειες. Λιποθυμάνε μέσα στα σχολεία. Die Armut unter den Kindern ist sehr hoch gestiegen. 28,8%. Das heißt, jedes drittes Kind wird nicht regelrecht ernährt, fällt in Ohnmacht in der Schule und im Kindergarten, hat auch die regulären Impfungen nicht. Το 52% των οικοκυριών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του από δάνεια ή επειδή δεν πληρώνει την εφορία. Über 52% der griechischen Haushalte sind in Gefahr, ihre Hauptwohnsitz zu verlieren, weil sie die Wohnungskredite nicht mehr bedienen können oder weil sie ihre Steuer nicht bezahlen können. 3,5 Εκατομμύρια πληθυσμού σε 11 εκατομμύρια συνολικά είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Über 3,5 Millionen Griechen, insgesamt sind wir 11 Millionen, leben unter der Armutsgrenze. Αυτό είναι το πρόσωπο της ανθρωπιστικής κρίσης. Όπως ξέρετε, η ανθρωπιστική κρίση πάντα έρχεται μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από σεισμούς, από τσουνάμι ή από πόλεμο. Das ist das Bild, das ist das heutige Bild der humanitären Krise in Griechenland. Und wie wir alle wissen, solche humanitären Krisen haben wir nach sehr großen Katastrophen wie Tsunami, Erdbeben oder wie Kriege. Die Ελλάδα δεν πέρασε ούτε σεισμούς ούτε πολέμους. Πέρασε έναν οικονομικό πόλεμο εναντίον της, γιατί θέλουν οι ισχυροί της γης να υποταχθεί ο λαός της Ελλάδας για να εξάγουν το πείραμα σε όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης. In Griechenland hatten wir weder Erdbeben noch Tsunamis. Wir haben aber einen sehr starken ökonomischen Krieg erlebt in diesen Jahren. Ein Krieg, der von allen Eliten der Welt gegen uns ausgeübt wird, um die griechische Bevölkerung niederzubekommen, um ein Beispiel zu machen, damit alle anderen Bevölkerungen der Welt auch die Angst bekommen. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να υποταχθεί. Δεν πρόκειται να ξαναυπογράψει μνημόνια. Τελείωσαν αυτά για μας. Από εδώ και ύστερα είναι έτοιμος να πει και το μεγάλο όχι. Die griechische Bevölkerung, sie wird sich nicht niederkriegen lassen. Sie wird keine Memoranden mehr unterschreiben. Das ist für uns aus. Wir haben schon ein Ende damit. Wir sind schon bereit.
νόημα έχει αν ο ελληνικός λαός ταπεινωθεί και εξοδοθεί, αν θα μείνουμε μες στην Ευρώπη ή όχι. Weil, was hätte es für einen Sinn, wenn die griechische Bevölkerung total erniedrigt wird und untergekommen wird, wenn wir bei Europa bleiben oder nicht? Αν ο ελληνικός λαός εξοδοθεί, έρχεται η σειρά σας. Έρχεται η σειρά των άλλων λαών της Ευρώπης. Und sollte die griechische Bevölkerung besiegt werden, erniedrigt werden, dann seid ihr dann daran. Dann sind die andere Bevölkerung Europas daran. Ζητάμε από τους δανειστές τέσσερα πράγματα, από τους εταίρους δανειστές. Wir verlangen vier Sachen von unseren Partnern, von unseren Gläubigern. Πρώτον, χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε αύξηση όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Das erste, niedrige primäre Überschüsse, weil in dieser Situation, in dieser wirtschaftlichen Situation, können wir keine primäre Überschüsse erzielen. Όχι άλλη μείωση μισθών και συντάξεων. Δεν δεχόμαστε τον εργασιακό μεσαίωνα που μας έχουν επιβάλει. Μπορεί ο καθένας να απολύεται όποια ώρα θέλει ο εργοδότης. Keine Kürzungen mehr bei Lohn und Renten. Wir akzeptieren das neue Mittelalter in den Arbeitsverhältnissen nicht, so dass jeder Arbeitgeber alles macht. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλα δάνεια. Ποτέ δεν ξεχρέωσε κανείς με δάνεια. Wir möchten keine neue Kredite. Wir möchten keine neue Gelder. Wir können keine neue Kredite aufnehmen. Keiner ist aus den Schulden rausgekommen mit neuen Krediten. Δεν θέλουμε τώρα να κανονίσουμε το χρέος. Το χρέος μας ξέρουν όλοι ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Κανείς λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν πλήρωσε δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας σε χρέος. Wir möchten jetzt, wirklich jetzt, eine Regelung, eine Lösung für die griechische Staatsschulden zu finden. Diese Staatsschulden sind nicht zu bezahlen. Kein Volk, kein Land in der Menschengeschichte hat es geschafft, eine Staatsschulden zu bezahlen, die zweimal das Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Το χρησιμοποιούν σαν εκβιασμό για να εξοντώσουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Diese Schulden, die sind nicht tragfähig. Das müsst ihr wissen, das weiß aber auch jeder. Es wird nur als Instrument, als ein Erpressungsinstrument verwendet, um die Arbeiterklasse niederzukriegen. Χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε με πάνω από 35 μαζικές απεργίες, με χιλιάδες ανθρώπους στις πλατείες, με συνεχείς εκδηλώσεις και διαδηλώσεις. Über 5 Jahre lang hat die griechische Bevölkerung starken Widerstand geleistet. Wir hatten über 35 Generalstreiks, sehr große und massive Demonstrationen, große Versammlungen auf den Hauptplätzen und sehr große Diskussionen da. Τον Ιανουάριο αποφάσισε να δώσει μια μεγάλη πλειοψηφία σε ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Und am 25. Januar haben die Griechen entschieden, für das erste Mal in Europa die Mehrheit an eine linksradikale Partei zu geben. Να συντρίψουν το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να εποδίσουν αυτό το μικρόβιο της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, να μεταδοθεί στην Ευρώπη.
Sie möchten den Syriza, sie möchten die Syriza-Partei unterkriegen. Sie möchten es verhindern, dass dieser sehr gefährliche Virus, der Linksradikalen, auch in ganz Europa ausbreiten zu können. Aber wir werden es nicht zulassen. Εσείς, οι αλληλεγγύοι σας, οι εργαζόμενοι όλης της Ευρώπης, είναι το πιο ισχυρό μας όπλο αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που κάνει ο Τσίπρας με όλους τους δανειστές. Gerade ihr hier, eure Solidarität, die Solidarität in ganz Europa ist eigentlich unsere ganz starke Kraft, ist die stärkste Kraft, die auch Premierminister Tsipras bei dem Verhandlungstisch auflegt. Μόνος του, χωρίς λεφτά, μεγάλα δίκτυα αλληλεγγύης για να σώσει τον καθέναν από την κρίση. Ihr müsst aber auch wissen, dass in diesen 5 Jahren die griechische Bevölkerung ohne Unterstützung und allein hat große Solidaritätsnetze zur Welt geschaffen in Griechenland, um sich selber zu helfen. 40 κοινωνικά ιατρία. Über 40 Sozialkliniken und Apotheken. Mit Milliarden Gärtrus und Nosokomes παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους ανασφάλιτους και τους μετανάστες. Wo tausende Ärzte und sonstiges Personal auf ehrenamtliche Basis dort arbeiten und die sowohl die griechische Bürger, die nicht versichert sind, aber auch die Ausländer unterstützt. Χωρίς λεφτά. Ohne Geld. Με τη βοήθεια των αλληλέγγυων κινημάτων της Ευρώπης, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αυστρία, από την Ισπανία, αυτοί στέλνουν φάρμακα και μηχανήματα. Und also ohne jegliche Unterstützung in Griechenland und ohne Geld, aber mit einer sehr großen Unterstützung der Solidaritätsbewegung in ganz Europa, von Deutschland, von Österreich, von Spanien, die Solidaritätsnetz und die Solidaritätsbewegung sammeln Gelder, sammeln Medikamente, Instrumente und schicken es nach Griechenland zu diesen Sozialkliniken, damit sie ihre Arbeit machen können. Ο ελληνικός λαός έφτιαξε πάνω από 300 δίκτυα για να μοιράσει φαγητό, για να μαγειρέψει, για να φέρει προϊόντα τροφής από τον παραγωγό στην πόλη χωρίς μεσάζοντες. Über 300 Vernetzungen sind von der griechischen Bevölkerung geschaffen worden, um Suppenküchen zu organisieren, gemeinsame Küchen zu organisieren auf den Plätzen, um Märkte zu organisieren ohne Mittelmann, um die Möglichkeit zu haben, dass die Produzenten direkt zu der Bevölkerung ihre Waren verkaufen können. Κοινωνικά σχολεία, κοινωνικά φροντιστήρια για να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά τα σχολεία και για τους μετανάστες. Auch Schulen wurden errichtet, Solidaritätsschulen und Solidaritätsnachhilfestunden, damit die Schüler geholfen werden, vor allem die Schüler, die die Schule verlassen. Και έφτιαξε κοινωνικούς συνεταιρισμούς αλληλεγγύης, νέο υπόδειγμα οικονομικό, ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Und eine neue ökonomische Sparte ist entstanden worden. Die Sozialwirtschaft, die Sozialökonomie, die den Raum zwischen der öffentlichen und der Privatökonomie eingenommen hat. Έτσι δημιουργήθηκε μια μεγάλη δημόσια σφαίρα, ένα μοναδικό παράδειγμα αληθινής δημοκρατίας, κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης και αυτοοργάνωσης των από κάτω. So ist ein sehr großer neuer öffentlicher Raum geschaffen, wo mit mehr Demokratie, mit sozialer Gerechtigkeit, wo das alles von unten organisiert wird.
ρεύμα σε όσους έχουν κομμένο ρεύμα ελεύθερα. Ξανασυνδέουμε το ρεύμα. Wir, die griechische Regierung, wir werden von dieser Solidaritätsbewegung, von der griechischen Bevölkerung ermutigt. Deswegen machen wir auch Solidaritätsmaßnahmen. Das erste Gesetz, was wir verabschiedet haben, ist das Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise, das für 100.000 von Haushalten Lebensmittel verschafft und auch Energie, Strom. Δίνουμε επίδομα κατοικίας για όλους τους άστεγους, για να μην κοιμούνται μες στα αυτοκίνητά τους οικογένειες, για να μην βρίσκονται παιδιά στον δρόμο. Wir unterstützen auch finanziell alle Obdachlosen, um eine Wohnung zu bekommen, damit wir dieses Phänomen der Menschen, die auf der Straße schlafen, nicht mehr haben. Ηλεκτρονική κάρτα σύντησης, ώστε περίπου 300.000 άτομα στην ακραία φτώχεια να μπορούν με αυτή την κάρτα να πάνε σε όλα τα μαγαζιά αλλά και στα σούπερ μάρκετ και να πάρουν τρόφιμα. Eine Bankkarte errichtet für über 300.000 Griechen, die in extreme Armut leben, damit sie die Möglichkeit haben, Monat für Monat Lebensmittel einzukaufen. Δίνουμε κάρτα υγεία για όλους τους ανασφάλιστους και τους μετανάστες, ώστε να μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία και οι έγκυες γυναίκες όταν γεννάν να μην κλέβουν τα παιδιά τους και να φεύγουν και δεν έχουν να πληρώσουν. Wir haben auch eine elektronische Karte für alle arbeitslosen Griechen, aber auch für alle Flüchtlinge. Diese Karte ermöglicht ihnen den Zugang zu den öffentlichen Krankenhäusern, zum öffentlichen Gesundheitssystem, sodass jeder gedeckt ist und sodass das Phänomen, dass die schwangere Frauen nicht ihre Kinder aus der Kliniken stehlen, quasi weil sie nicht das Geld haben, die Klinik zu bezahlen. Αυτές τις μέρες στο Βερολίνο θυμήθηκα την περίοδο της διαιρεμένης πόλης. Als ich in diesen Tagen hier spazieren gegangen bin in Berlin, habe ich mich an die Zeit der geteilten Stadt erinnert. Των στρατιωτικών φυλακίων και ελέγχων. Auf die Checkpoints mich erinnert. Το διαμερισμό πάνω στο σώμα της πόλης. Diese Teilung auf dem Körper dieser Stadt. Σήμερα θα περπατήσουμε όλοι και όλες μαζί, χωρίς εμπόδια, χωρίς τύχη. Heute werden wir alle zusammen, alle gemeinsam hier demonstrieren, ohne diese Checkpoints, ohne dass uns der Weg gestrichen wird. Παίρνω πολύ κουράγιο από την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ich werde sehr ermutigt von eurer Präsenz hier, dass wir hier so viele sind. Genossinnen und Genossen bei der Solidarität und im Kampf. Μην επιτρέψετε τα τύχη στο σώμα της Ευρώπης. Μην επιτρέψετε τα τύχη στο σώμα της Ευρώπης. Bitte erlaubt nicht noch einmal, dass im Körper Europas eine Mauer errichtet wird. Μην επιτρέψετε τα τείχη στα σύνορα της Ευρώπης. Eine Mauer an der Grenze Europas wieder zu errichten. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε. Alle zusammen, vereinigt, wir können. Μπορούμε να νικήσουμε τον καπιταλισμό και τον ελευθερισμό. Wir können sowohl den Kapitalismus als auch den Neoliberalismus besiegen.